Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Mini-Beamer WLAN 5G Bluetooth Projector von Glesogo. Native 1080p, das bedeutet Full HD. Es ist ein Video-Beamer, der nicht nur Videos darstellen kann, sondern natürlich auch alles andere an Bildmaterial. Wir haben 6000 Lumen auf 300 Inches. Das ist echt viel. Überlegt mal, euer Standard-Großbildfernseher im Fernsehhimmel von euch hat 55 Zoll. Das ist heute so der Standard. Das ist schon echt groß. Aber hier haben wir die Möglichkeit, auf 300 Zoll hochzugehen. Und das in Full HD, 1920x1080p mit 6000 Lumen. Kompatibel mit dem Telefon, sprich mit Smartphone, mit dem TV-Stick, mit dem PC, über USB, PlayStation 4, PlayStation 5, kein Problem, DVD-Player, bla bla bla. Das heißt also, dadurch wird auch hier die Xbox dran ballern können. Also alles Mögliche ist kompatibel mit diesem Gerätchen hier. Richtig nice. Es ist perfekt, um Filme zu schauen. Die Glesogo Projector upgraded mit 6000 Lumen Helligkeit unser Leben. 10.000 zu 1 mit einem sehr hohen Kontrast und einer nativen 1920 zu 1080p Auflösung. Ausgestattet mit HDMI, USB, VGA und AV Schnittstellen. USB brauchen wir, um zum Beispiel einen USB-Player anzuschließen, der dann dort die Infos weitergibt. VGA benötigen wir, um einen Computer zum Beispiel anzuschließen über die Grafikkarte. Und HDMI ist das Standardding, wenn wir zum Beispiel eine Konsole oder ein anderes Gerät anballern möchten. Es ist nicht beschränkt auf TV-Sticks oder Boxen. Nein, nein, nein. Wir haben auch die Möglichkeit, PlayStation-Konsolen anzuschieben, PCs oder iOS oder Android-Smartphones und Laptops, DVD-Player, TF-Karten und. Externe Lautsprecher gehen auch dran, selbstverständlich, um den Sound zu gainen, noch mehr nice Sound. Es ist immer geeignete Bildschirmgröße vorhanden, denn wir können bis zu 300 Zoll gehen. Boah! 300 Zoll große Projektionswände bieten ein beeindruckendes Seherlebnis, das sich zum Ansehen von Filmen, Spielen und Sportwettkämpfen eignet. Einstellbare Trapezverzerrungen und natürlich der Zoom ist möglich, um eine Projektionsgröße von 50 Zoll bis 300 Zoll mit 1,50 Meter oder 5 Meter Entfernung zu erreichen. Überlegt euch mal, dieser Projektor kann 5 Meter von der Wand wegstehen und schafft es dann 300 Zoll darauf zu ballern. In kleineren Räumen kann er 1,5 Meter wegstehen und kann ein 50 Zoll großes Bild projizieren. Finde ich super nice. Mit der Zoom-Funktion können wir die Bildgröße mit der Fernbedienung von 100 bis auf 50% verkleinern, ohne den Projektor zu bewegen. Und wir haben die neueste Verbindungstechnology, 5G und 2,4G WLAN-Verbindung für iOS und Android. Und das neueste 5.0 Zwei-Wege-Bluetooth-Übertragungstechnologie ist on board. Eingebaute 6 Watt Hi-Fi-Stereo-Lautsprecher, die die ursprüngliche Klangtreue bieten. Mit der Bluetooth-Funktion können wir uns nach Belieben mit Bluetooth-Headsets und Bluetooth-Lautsprechern drahtlos verbinden. Das heißt, wir können auch hier den Sound dann direkt vom Gerät uns auf unsere Headset zum Beispiel holen und oder Bluetooth-Soundanlage anschließen. Und Details, reflektierende, durchdachtes Design, geringere Geräuschpegel und langlebiger als das Vorgängermodell, dank der EOFET. Krass Smart Eco Kühler Technologie und zwei drehzahlregulierten Lüfter. Der staubdichte Motor verhindert, dass Staub in das Gerät eindringt und auf das Objektiv fällt und sorgt so für die Klarheit und Helligkeit des Bildes. Auf der Rückseite des Projektors befindet sich ein abnehmbarer Staubfilter, der sich zur Reinigung leicht herausgenommen werden kann. Und so haltet ihr auch euren Projektor immer frisch und fruchtig.
Und dabei ist noch eine Tragetasche für ein nices Tragekomfürchen. Es ist praktisch für die Aufbewahrung, für Heim- und Autounterhaltung. Denn überleg mal, Auto wäre natürlich auch möglich, das Ding einzusetzen. Das ist eine sehr gute Idee. Mal unterwegs mit dem Camper? Kein Problem. Da ist ja auch Strom, nicht wahr? Dann steckt das ihr da ein und projiziert erstmal so ein Riesenbild irgendwo hin, wo ihr wollt. Übelst finde ich das. Wir können ganz einfach das einstellen und wir können überall das enjoyen. Wir können uns darauf freuen. Wir können es auf eine weiße Wand projizieren oder auf eine andersfarbige. Und auf der weißen Wand würde es am besten natürlich zur Geltung kommen. Wir können es auch zum Arbeiten einbenutzen. Wir können es zum Spielen und Fernseh gucken, zum was weiß ich. Ihr könnt alles damit machen. Alles, was geht. Colorful, das heißt also, wir haben hier schönen Colorbereich, Full HD, Hi-Fi-Sound, ein großer, wirklich großer Screen. Oh yeah. Mit LED-Technik. Das heißt, die sind LEDs drinne, die uns dort dann den Stuff an die Wand knallen. Okay? So, gucken wir uns mal die Seite an. Hier steht nämlich alles nochmal drauf. So, hier. Ein LED-Projektor. Das heißt, wir haben TFT-LCD-Technologie. Die Lichtquelle ist eine LED-lichtemittierende Diode. Das heißt also, wir haben dort auch eine sparsame Art des Videoguckens. Dann haben wir eine Linse, eine Multilinse, die mit mehreren Linsenkörpern ausgestattet ist. Wir können in 16 zu 9 oder 4 zu 3 schauen. Und wir können den Fokus einstellen. Das Teil ist ungefähr 222 zu 165 zu 87 mm groß und wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Es ist CE, FCC, Arup Ross zertifiziert. Das heißt, es darf voll und ganz im vollen Spektrum genossen werden. Und wie ihr seht, es gibt es in Silber und es gibt es in Schwarz. Sehr schön, sehr schönes Design. So, wir schauen uns jetzt mal das Ding an, wie es in Wirklichkeit aussieht. Als erstes kommt uns entgegen die Tragetasche. Ich liebe es, wenn solche Sachen immer mit Transportzeugs ausgestattet sind, weil dann ist das viel mobiler und nicer am Start, finde ich. Ja? Also, ich finde es cool, dass man dann immer etwas hat, wo man es reinpacken kann. Es fliegt nicht so im Auto rum, wenn man in Urlaub fährt. Es fliegt nicht mal so generell rum. Und hier haben wir sogar noch eine weitere Tasche vorne. Ne, hier kann man etwas einschieben. Jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Schönes Material. Ja. So, okay. Lass uns, hier ist ein Tragegriff dran. So, schöner Zipper. Der funktioniert gut, der Zipper. Der zippt gut rum. So, wir öffnen und haben hier oben nochmal eine Tasche. Mann, Taschenparty hier. So, was haben wir jetzt? Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir in die Tiefen dieser Verpackung und werden uns schauen, was geht. Stromversorgung mit einem zweiadrigen Standardkabel. Der wird oft hier PlayStation. Das gleiche Kabel. PlayStation zum Beispiel hat das gleiche Kabel. Viele andere Geräte haben das auch. Hier mein Canon-Drucker hat das auch. Ein HP-Drucker hat das. Also das ist ein Standard. Zwei Phasenkabel. Eine Phase, eine Nullleiter. Also zwei Adern. Dann haben wir dabei ein HDMI-Kabel. Und das HDMI-Kabel ist nur nicht nur 10 cm lang, sondern ich schätze mal mindestens 3/4 Meter. So, HDMI-Kabel, um Daten zu übertragen von unserer Spielekonsole zum Beispiel. Oder was haben wir denn da noch im Angebot? Was kann man denn damit noch benutzen? HDMI funktioniert bestimmt auch an Blu-ray-Playern etc. Ne, das funktioniert alles über HDMI. Das ist eine sehr gute Schnittstelle. Dann habe ich eine Fernbedienung. Diese Fernbedienung ist vernünftig, akkurat aufgebaut. Sie funktioniert intuitiv. Wir haben rechts, links, hoch, runter zum Navigieren. Wir haben eine OK-Taste zum Auslösen, Source, Menü, Exit, Volume Plus, Volume Minus, also Lautstärke hoch, Lautstärke runter. Source ist dann die Quelle, Menü ist das Menü, Exit ist Tschüss. Dann Vorspulen, Zurückspulen, Play, An- und Aus- und Mute-Button. Alles dabei. So, be befeuert wird sie mit zwei AAA galvanischen Zellen, sprich Mini-Batterien. So, dann haben wir hier ein Minituch. Wofür ist dieses Minituch? Das ist jetzt nicht, um die Nase zu putzen.
Könntet ihr auch benutzen zum Naseputzen, nur danach würde ich nicht mehr die Linse damit reinigen, okay? Ist für die Linse, um sie zu reinigen. Dann haben wir hier ein Mehrkomponentenkabel. Das heißt, hier können wir dann das Signal auf drei Leitungen splitten. Das ist dann zum Beispiel hier für Soundanlagen etc. Dann haben wir hier eine Schraube. Wow, ey, da war eine Schraube, Leute. So, C9-Serie Projektor, User Manual in Englisch. Ja, in englischer Sprache ist aber kein Problem für uns, oder? Denn ihr guckt einfach weiter. Das ist im Prinzip selbsterklärend, wie so ein Teil funktioniert. Das ist Plug and Play alles. So, hier ist ein extra Bereich. Sehr schön auch, sehr schön. Der Projektor selber ist nochmal mit Klettverschluss supported und kann nun herausgehoben werden. So, Tasche weg. Jetzt sind wir im Fokus auf dem silbernen Projektor. Oh, süß. Schnuckelchen. Zieht's euch rein. Wir haben auf dem Projektor-Oberseite, die ihr jetzt gerade seht, haben wir eine Power-Taste, wir haben eine S-Taste, wir haben eine Zurück-Taste, wir haben eine M-Taste, wir haben hoch, runter, rechts, links, okay. Und eine LED. Alles, was wir brauchen, ist da. Dann haben wir an der Seite, hier kommt der Strom ran. Das heißt, hier kommt unser Stromkabel rein. So, zack, dann haben wir da schon eine Stromversorgung. Auf der Seite haben wir ein Belüftungsgitter. Auf der Rückseite haben wir ein weiteres Belüftungsgitter. Und hier haben wir VGA-Anschluss, Infrarot. Das heißt, hier mit interagiert dann der Infrarotsender. Hier ist was zugeballert, da ist was zugeballert. Das heißt wohl, dieses Gerät wird es wohl auch noch, hier unten kann ich mir gut vorstellen, dass da noch ein LAN-Adapter ist, dass dort ein LAN-Port ist und hier oben wird irgendwas noch zum Reinstecken sein. Ich weiß nicht was. Hier haben wir HDMI 1, HDMI 2, das heißt, wir können zwei HDMI-Kabel anschließen. Wir können einen Kopfhörer anschließen, wir können AV setzen. Das wäre dann dies hier. So, das käme hier rein. Und wir haben zwei USB-Ports. Das heißt, wir können dann unsere USB-Player, unsere USB-Stuff ansetzen. Auch auf der Vorderseite haben wir einen Empfangsbereich für die Infrarot-Freundin und vorne steht nochmal das Emblem des Herstellers. So, dann haben wir hier eine Staubschutzfreundin drauf. So, mal gucken, ob ich die abdrehen muss oder abziehen muss. Abziehen. So, diese Staubfreundin solltet ihr immer benutzen, wenn ihr ihn nicht längere Zeit benutzt, weil jedes Staubkörnchen auf der Linse ist, ist halt blöd. Aber das ist bei jedem so, ne? Das ist egal. Wir können hier justieren. Pass auf, wenn ich hier dran drehe, seht ihr das? Da seht ihr das, ne? Jetzt fährt er rein und raus. Damit können wir also die Brennweite verändern. Dann können wir hier noch, hier werden wir wohl zoomen, Moment, hier werden wir zoomen können und hier werden wir wohl die Schärfe einstellen können, beziehungsweise durch das Zoomen könnt ihr auch den Abstand verringern und dadurch oder erweitern und dadurch die Schärfe selber anstecken. Das heißt also, man stellt ihn hin und dann kann man hier an diesen Rädern die Technik verändern. Von der Lage der besagten Linsen da drinnen. So, Unterseite checken wir auch nochmal. Wir haben drei Gummifüßchen. Wir haben hier eine Möglichkeit, ihn sogar auch festzuschrauben. Und das sind auch zwei Gewinde, ein ganz kleines und ein etwas größeres. Das sieht mal wie ein Viertel aus. Das da ist wirklich klein. Das heißt, wir können bei dem wirklich kleinen diesen mitgelieferten Freund einsetzen. Und wofür ist der? Der ist dafür da, um die Höhe zu justieren. Okay? Guck mal hier. Wenn ich ihn so hinstellen würde, ohne das, dann würde er gerade auf dem Tisch, auf den Regal, was auch immer stehen. Wenn ich dann aber hingehe und dieses Teil hier einsetze, sprich ich drehe es erstmal ganz nach unten, dann hat man eine leichte Anhebung, um dann den Winkel nach oben zu bekommen. Weil es ist sinnvoller, ihn gerade vor dem Bildschirm zu projizieren, richtig, aber es ist nicht immer möglich. Das heißt also, wenn wir mal ein bisschen hochdrehen ein bisschen, dann können wir das hier justieren. Sehr sinnvoll und auch einfach gelöst. Andere Alternative ist halt hier, dieser Anschluss, den wir benutzen könnten, um ihn dann zu manifestieren auf ein Tripod zum Beispiel oder irgendwo anders halt dran zu setzen. So, guck mal, ich schraube das jetzt mal richtig schön mal raus. Und ihr seht, jetzt ist er viel, viel höher gekippt wie vorher. So, also das ist alles dabei und wie ihr seht, es ist ganz simpel in der Anwendung. Im Prinzip ist es alles Plug and Play. Dann ist es immer ganz wichtig, macht immer von Zeit zu Zeit die Linse sauber. Das heißt, nehmt euch das Tüchelchen und
reinigt die Linse. Ne? Weil oft können Bildprobleme dadurch einfach weggeballert werden. Denn manchmal ist der einfache Staub auf der Linse das Problem Number One. Und wenn man das entfernt hat, ja, dann ist das Problem entfernt. Ihr könnt weiter richtig nice losballern und Filme, Serien, alles Mögliche, eure Bilder, Geschichten auf diesem geilen Gerät ballern. Es ist ein sehr, sehr schöner Projektor. Es ist der Mini Beamer WLAN 5G Bluetooth Projector. Das heißt, wir können über das Menü dann auch die einzelnen Sachen auswählen, kombinieren und auch einsetzen. Sehr nice Teil. Der ist von Glisogo, ist mit einer nativen Auflösung von 1080p, sein Videobeamer mit 6000 Lumen Power und bis zu 300 Zoll Größe. Das Teil rockt. Es ist kompatibel mit Smartphone, Television, Sticks, PCs, USB, Playstations und DVD und etc. Immer weiter könnte ich jetzt weiter erzählen, was da noch alles passt. Dann hören wir uns jetzt auch noch schnell den Sound an. Das heißt, über AirPlay schmeiße ich jetzt mal schnell ein Video an die Wand. Sieht das nicht geil aus? Oh ja, das ist auch so. Sound. Denn der Sound, den ihr gerade hört, kommt aus dem Projektor hinaus. Sehr schön, sehr nice. Und das auch noch über AirPlay, über, sprich WLAN. Man kann über andere Medien auch hinein, HDMI etc. Dieses Teil ist multifunktional. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.